Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Adventure Time und der 7. Ausgabe von Aragami. Aragami hat es dank eurer Unterstützung in die 3. Woche geschafft und wir werden jetzt hier in Kapitel 5 die nächste Lichtbarriere deaktivieren. Das ist unsere Aufgabe und außerdem hoffentlich dieses Kapitel abschließen und noch möglichst viele von den verbliebenen Schriftrollen finden. Da sehe ich nämlich noch 4 Stück in diesem Level und wir haben ja ausgemacht, dass ich davon nicht mehr besonders viele liegen lassen möchte. Das geht offenbar tatsächlich noch als heimliches Töten durch. Auch wenn der gerade runtergeplumpst ist und eigentlich meine Position verraten müsste. Letztes Mal sind wir hier leider ein bisschen blöd gestorben. Ich hoffe, dass ich das hiermit besser machen kann mit diesem Video. Jo. Den haben wir auch erwischt. Ich glaube nicht, dass er uns entdeckt hat. Dementsprechend bin ich hier jetzt noch relativ zuversichtlich. Ich glaube, unser Rang in diesem Kapitel könnte auch gar nicht so schlecht sein. Da wir tatsächlich eigentlich bisher sehr bedächtig vorgegangen sind. Da vorne war, glaube ich, irgendwo noch eine Wache. Da. Die bedroht mich aber ehrlich gesagt jetzt gar nicht mal so wirklich. Zumindest hindert sie mich nicht daran, den hier ganz leicht und erfolgreich zu eliminieren. Weil ein Abonnent ist... im letzten Video vermerkt hat, es gibt einige Irritationen zum Punktesystem. Dass dieses Spiel eigentlich Stealth-Game untypisch Punkte für das direkte Ausschalten von Gegnern gewährt. Ich kann zustimmen, dass das Punktesystem auf den ersten Blick echt komisch erscheinen kann, denn wir sehen nicht direkt, dass Stealth-Spielen in diesem Spiel eigentlich mehr Punkte bringt oder beziehungsweise leichter mehr Punkte bringt, als das simple Ausschalten von Gegnern. Wie kann man das Ganze nochmal verdeutlichen? Im Prinzip könnt ihr euch das so vorstellen. Es gibt 3 Badges im Spiel. 3 Auszeichnungen, die im Prinzip am meisten Erfahrung bringen. Das ist einmal niemanden töten, alle töten und unentdeckt bleiben. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass ihr mit dem ersten Kill, den ihr macht, schon mal viele Minuspunkte eigentlich bekommt, weil ihr ja die Auszeichnung niemanden töten nicht mehr kriegen könnt. Das ist also schon mal eine große Einschränkung. Und man muss sagen, dass alle Töten relativ schwer ist zu schaffen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass es auch leichter ist, die beiden Auszeichnungen niemanden töten und unentdeckt bleiben. Das ist einfacher, die beiden zusammen zu bekommen, als unentdeckt bleiben und alle töten. Und dementsprechend kann man ganz leicht schlussfolgern im Prinzip, dass das, ja, Nicht-Töten von irgendeinem Gegner und das Unentdeckt-Bleiben, also das wirklich Stealth-Spielen, am lukrativsten ist, um viele Punkte und S-Rankings zu bekommen. Das kann man wirklich festhalten und das, ich habe auch schon einige Leute gesehen, die das wirklich ganz super und souverän hingekriegt haben. Und da man in diesem Spiel halt wirklich ein One-Hit ist, also man muss nur einmal in irgendeiner Form erwischt werden und man ist Geschichte, ist es natürlich umso schwerer, alle Gegner, alle Feinde auszuschalten, ohne dementsprechend, ja, zwischendurch zu sterben. Deswegen das wirklich eine Herausforderung ist. Jetzt können wir uns mal überlegen, wie wir die ausschalten wollen. Ich habe da eine Idee. Ich weiß halt nicht, wie unsichtbar... Oh Gott, da ist ja noch einer. Da ist ja noch einer. Okay. Dann ist das Ganze doch noch anders, als ich dachte. Dann ist das Ganze noch schwieriger, als ich dachte. Hier ist die Lichtbarriere. Hier ist offenbar nur einer. Wir müssen aber aufpassen, der Typ kommt da. Wenn auf der Seite wirklich nur die beiden sind, können wir den sehr leicht ausschalten. Und den eigentlich auch. Wenn da nicht noch mehr sind. Was ich hoffe, was nicht der Fall sein wird. Aber wir werden es gleich sehen.
Es gab keine besseren Zeitpunkte dafür. Und auch hierfür gab es einfach keine besseren Zeitpunkte. So, und da haben wir sie alle. Ist hier jetzt noch irgendwo irgendwas? Nein, ich sehe hier offenbar auch nur die Lichtbarriere. Es gibt hier keine Schriftrollen in diesem Abschnitt. Das heißt, Lichtbarriere deaktivieren und raus hier, würde ich sagen. Kurosu will, dass wir hier eine Lichtbarriere deaktivieren. Die Frage ist, wie wir da hinkommen. Hier können wir ja immer noch nicht raus. Die muss noch irgendwo hier sein. Hier nicht. Hier auch nicht. Aber wer weiß, vielleicht ja irgendwo hier und ich habe hier jetzt etwas übersehen. Das kann auch gut angehen. Tatsache. Oha. Den habe ich überhaupt gar nicht in irgendeiner Art und Weise bedacht. Da kann ich ja wirklich von Glück sprechen, dass der nicht richtig blöde stand. Denn so wie er da steht, war er natürlich nicht in irgendeiner Form ein Problem, um die Lichtbarriere auszuschalten. So, jetzt müssten wir da durch können. Jetzt sollen wir den Bereich verlassen. Okay. Ich denke mal, dass damit nur dieser kleine Bereich hier gemeint ist, dieser Untergrundbereich. Das können wir auch mal eben schnell machen. Es müsste jetzt die Lichtbarriere hier vorne aus sein und wir müssten wieder rauskommen. Ja, kommen wir auch. Finde den Talisman, der ist da oben. Da vorne ist eine Schriftrolle und ich wette, dass ich irgendwo hier hoch muss. Ja. Gut, das war relativ einfach. Drei Fähigkeitspunkte, die wir vergeben können. Da war noch eine Schriftrolle, die ich nicht wirklich verstanden habe. Ich weiß jetzt leider nicht genau, wie ich wieder dahin zurückkomme, um mal ehrlich zu sein. Da wieder hochzukommen scheint sehr schwer zu sein. Und ich bezweifle jetzt einfach mal, dass Aragami schwimmen kann, deswegen probiere ich das überhaupt nicht. Ich hoffe, dass wir nochmal dahin zurückkommen. Der Talisman ist auf jeden Fall hier oben. So, wir sollen den Bereich verlassen. Das werden wir, wie gesagt, natürlich noch nicht tun, denn ich will natürlich unbedingt noch die anderen Schriftrollen bekommen. Wir haben da vorne noch die, die wir nicht finden konnten. Wir haben hier vorne noch eine. Und da hinten. Gucken wir uns erstmal die Fähigkeiten an. Ob es da jetzt etwas gibt, was wir unbedingt haben wollen. Sakaku. Erschaffe einen Köder, um nahe Feinde abzulenken. Banmoku. Enthülle nahe Feinde durch Wände und undurchsichtige Oberflächen. Das hätte uns eben den Arsch retten können im Prinzip. Schattenverschwinden haben wir schon. Kunai. Töte einen entfernten Feind mit einem Kunai aus Schatten. Das ist eigentlich auch ziemlich gut. Ich glaube, das mache ich sogar. Ziel auf einen entfernten Feind und drücke E, um ihn mit einem Kunai zu töten. Ich nehme mal an, dass wir auch hier nur eine begrenzte Anzahl an Kunai haben. Hier sind es auch zwei. Aber Feinde aus der Entfernung ausschalten zu können, ist auf jeden Fall Gold wert. So viel kann ich sagen. Hier müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das am besten anstellen. Ich würde gerne den ausschalten. Noch bin ich im Schatten.
Okay, offenbar sieht er mich nicht. Oh. Okay. Das war knapp. Das war wirklich knapp. Sie haben mich aber nicht direkt gesehen. Dementsprechend keine größere Gefahr. Wir sind auf jeden Fall durchgekommen. Wir können jetzt diese Boote benutzen, um hier weiterzukommen. Da vorne geht es auch noch weiter. Ja, Miko. Der, auf den wir gekommen sind, ja. Oha, tatsächlich. Also wir müssen sowieso wieder zurück, dementsprechend gar kein Problem. Da ist noch eine Schriftrolle. Ah, okay. Da unten in diesem Boot. Hier unten ist erstmal ein bisschen Schattenenergie. Wunderbar. Ich finde es echt, ist echt eine super Fähigkeit, dass wir die sehen können. Es erleichtert uns das Spiel um so viel, weil wir eben halt dann die Fähigkeit besitzen, alle Fähigkeiten zu besitzen. Muah. Ja, das sind enorm viele. Es sind unfassbar viele. Ich habe karge ausgerüstet, das ist gut. Im Prinzip muss ich durch diesen Gang und da hinten lang. Niemand hat mich bemerkt. Vorne ist auch noch einer. Den zu töten könnte ein Problem werden. Sag bloß, dass da vorne die Lichtbarriere ist. Die ist tatsächlich in dem Häuschen. Wie mies ist das denn mal? Komme ich an den überhaupt ran? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich an den rankomme. Ja, doch, komme ich. Passt mal auf, wir probieren hier mal unser Kunai aus. Das ist echt eine coole Fähigkeit. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ich finde die echt geil. Die beiden müssen wir noch loswerden. Ich denke mal, dass diese Lichtbarriere dort auf jeden Fall weg muss. Muss auf jeden Fall hier mal eben kurz in den Schatten, um da hochzukommen. Okay, hier ist keiner mehr. Da oben ist aber wieder ein Bogenschütze. Jetzt warten wir auf den anderen Typ und ziehen die beide ins Schienen rein. Dann sind wir die auch los und wir müssen hier nicht irgendwie versuchen, die mit einem heimlichen Kill auszuschalten. Was ungemein schwerer wäre als das, was ich hier jetzt vorhabe. Ein Glück, dass der Typ hier direkt vor dem Tor mich nicht gesehen hat. Jetzt müssen wir nur noch warten, das ist das Einzige. Und weg. Lichtbarriere aus. Eben kurz hier in den Schatten.
Das mit den Schatten ist echt immer klug gesetzt. Gerade so, dass man eigentlich immer überlegen muss, wie man es macht. Und es klappt halt irgendwie immer. Okay, das war, oh Gott, das war, oh Mann. Das ist jetzt echt ein bisschen blöd gelaufen, Mann, ey. Das hätte ich auch echt. Das hätte ich auch klüger machen können. Aber gut, ich weiß jetzt, wie ich es gemacht habe und dementsprechend sollte das ganz schnell gehen. Wir haben da vorne einen, wir haben da einen, der weg muss. Da. Und da oben den Schützen, den ich mit dem Kunai ausgeschaltet habe. Und zwar von, ich glaube, von hier. Dann machen wir auch wieder so. Wumm. Dann haben wir unser Schienen. Flop. Flop. Ja, jetzt warten wir wieder kurz. Also wir haben jetzt nicht viel Zeit verloren, dementsprechend. Ist es alles okay. Ich freue mich auch, dass die Level mittlerweile so weitläufig sind. Das gibt echt nochmal ein epischeres Spielgefühl. Blöd, dass ich jetzt hier so blöd gestorben bin. Ja, ich habe zwar mal blöd gesagt, damit es auch der Letzte versteht. Aber es gab schon größere Schanden in meiner Let's-Player-Karriere, würde ich mal sagen. Als diese hier. Wollen wir nur darauf achten, dass es jetzt nicht nochmal passiert. So muss es aussehen. Es sind natürlich immer noch recht viele. Die wollen also das Böse bekämpfen, ja. Ich glaube, da sind die in der falschen Vereinigung. Der Ort ist immer noch recht weit weg. Gut, die schwärmen jetzt langsam aus. Wie wäre es denn, wenn wir von hier... Aha, guck mal da. Huch! Alter, wie geil, eine Dark Souls-Anspielung. Das ist ein Bonfire. Wow, wir haben ein Easter Egg gefunden. Ich bin gerade voll stolz auf mich. Es gefällt mir. Blöd gelaufen. Zumal ich den einen davon nicht verschwinden lassen kann. Oder? Das sah gerade irgendwie doch so aus. Lassen wir uns nicht beirren, gehen wir weiter. Wir können ja mal probieren mit Kage. Ich kann Kage gar nicht einsetzen. Shit. Hätte ich vielleicht doch mal am Schrein bleiben sollen. Der haut ab. Wo können wir denn hier lang? Ah, okay. Kann ich die beiden da irgendwie verwirren? Ja. Scheiße. Scheiße, Mann, das ist auch richtig behindert gelaufen wieder. Mann. Und warum bin ich jetzt auf einmal hier?
Absolut nicht ideal. Muss man sagen. Probieren wir das Ganze noch mal ein bisschen anders. Okay, ich krieg den von hier aus nicht mit dem Kunai. Na komm, dreh dich um. Ich mache mir gerade schon wieder total die schlechte Wertung hier. Einfach nur, weil dieser Abschnitt nicht so ideal läuft gerade. Aber ich glaube, mich dürfte noch keiner entdeckt haben. Der schießt natürlich jetzt aus allen Ohren und die sind alarmiert ohne Ende. Aber offenbar sehen die ein, dass ich längst über alle Berge bin. Okay, im Schatten sieht er mich wirklich überhaupt nicht. Wir werden das jetzt nochmal probieren. Mit dem Anlocken. Der kommt nicht mal nahe genug ans Schienen ran. Was für ein Unglück. Richtig schlecht gelaufen. Dann müssen wir es halt so machen. Hier ist wieder ein Safe-Punkt. Wo sind die nächsten Schriftrollen? Nur noch die beiden da. Ja, die hole ich aber definitiv. Kann ich auch aufs Dach. Sieht so aus. Ist um einiges leichter. Huh, was ein Level, ich kann euch das sagen. Auf jeden Fall nicht ohne. Mir scheint aber, ich komme hier gerade auch nicht weiter. Das sollte das Problem in Wohlgefallen auflösen. Ich muss hier aufpassen, dass ich nicht wieder irgendwo im Wasser lande. Perfekt. Haben wir hier denn irgendwo einen Schrein? Da sind ja wieder welche. Da auch. Jetzt müssen wir natürlich noch probieren, ob wir da hinkommen. Da ist nämlich eine Schriftrolle. Der Schrein ist da vorne. Gehen wir erstmal in die Richtung, denn auch da gab es noch eine Schriftrolle. Wir müssen hier irgendwie ums Haus rum. Ich glaube ja, dass es irgendwo hier hinten ist, aber ich weiß halt nicht, von wo aus ich da eindringen soll. Hier konnte man nirgendwo rauf.
Aha. Okay, das war doch recht naheliegend, muss ich sagen dann. Naheliegender, als ich erwartet hätte. Es war im Prinzip noch die einzige Richtung, von der aus man hätte da irgendwie reinkommen können. Dementsprechend doch nachvollziehbar. Jetzt muss ich erstmal meine Schattenenergie regenerieren. Wir können ja noch skillen, zum Beispiel, dass wir die schneller regenerieren. Ich finde, das ist auch wichtig. Zusammen mit der Kunai-Tötung dann echt sinnvoll. So. Fehlt noch eine Schriftrolle, die wir in diesem Kapitel bekommen müssen. Das gute Ranking haben wir uns leider versaut. Dafür lief es an der einen Stelle eben echt leider nicht gut. Aber das ist an sich nicht so schlimm. Mein Gott. Finde ich zumindest. Wäre ganz gut, wenn der Typ sich mal umdrehen würde. Okay. Also wenn das noch als heimliches Töten durchgeht, dann weiß ich auch nicht. Der ist jetzt natürlich alarmiert und er wird kommen. Wir werden ihn ganz einfach austanzen und zwar so. Kriegen halt jetzt Minuspunkte durch die gefundene Leiche. Aber alle Schriftrollen gefunden zu haben, ist es mir auf jeden Fall wert, diese paar Minuspunkte zu haben. Dementsprechend für mich trotzdem winning! Jetzt müssen wir aber nur noch auch hier wegkommen, ne? Auch ein nicht zu verachtender Faktor. Ich weiß nicht, wie viele Wachen ich hier noch hab stehen lassen. Ich glaube, auf der Seite tatsächlich mal gar nicht so viele. Nee. Hier war ich offenbar recht fleißig. Schön. Dann ist das Einzige, was wir jetzt noch machen können, weitere Punkte verteilen. Beschleunige deine Schattenessenz-Auffrischung um 25%. Dafür fehlt uns noch eine. Ich glaube, wir sammeln erstmal weiter. Ich meine, ich könnte ein paar Fähigkeiten machen. Zum Beispiel hier dieses Banmoku, was ich auch ganz gut finde. Enthülle nahe Feinde durch Wände und undurchsichtige Oberflächen. Bring an allen enthüllten Feinden das Zeichen des Aragami an. Was immer das bedeutet. Ach, machen wir mal dieses Banmoku. Drücke E, um alle Feinde in deiner Umgebung einige Sekunden lang anzuzeigen. Feinde werden auch durch undurchsichtige Oberflächen hindurch angezeigt. Okay. Das ist doch gut. Banmoku haben wir hier. Auch da haben wir zwei Aufladungen. Und dann würde ich sagen, Kapitel verlassen. Wir haben mittlerweile drei Talismane. Ja, sie ist damit offensichtlich jagen gegangen, um sich ernähren zu können, ganz alleine.
Ja, offensichtlich. Anspielung auf Mario. Irgendwie werde ich die Vermutung nicht los, dass sie in Wahrheit die Kaiserin der Schatten ist. Und das gar keine zweite Person ist, sondern sie ist es halt. Ja, leider nur Rang C. Echt ein bisschen blöd gelaufen. Aber, was mir wichtig ist, gefundene Sammelobjekte. 6 von 6. Ja. Unberührte Feinde. Auch dafür gibt es halt Punkte. Und zwar, wie ihr seht, genauso viele wie für die Getöteten. Nochmal, um auf diese ganze Punktegeschichte zu kommen. Ja. Weiter. Ja. Das heißt, nur noch ein Talisman, dann können wir in die Stadt. Und die Stadt wird wahrscheinlich nochmal vom Terrain her ganz anders als das, was wir bisher kennen. Da ist die Stadt. Oder? Was ist das für ein Ort? Das wurde erst vor kurzem erbaut? Krass. Das Grabmal der Gefallenen, Kapitel 6. Plumps. Sieht auf jeden Fall ziemlich episch aus. Und wir haben hier viel. Wir haben 3, wir haben 5. Wir haben 6 Schriftrollen auch wieder hier, so wie es aussieht. Ja, im nächsten Video von Aragami werden wir uns dann das Grabmal der Gefallenen genauer angucken. Mal sehen, was hier noch passieren wird. Gehen oder bleiben, ihr dürft entscheiden hier bei Adventure Time. Unterstützt Aragami auch weiterhin, wenn ihr weitere Folgen sehen wollt, voten, kommentieren und natürlich die Videos schauen. Und denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.